Okay. Herzlich willkommen zu unserem regionalen Videogottesdienst. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich begrüße besonders heute auch diejenigen, die aus Lautental, Wildemann, Hahnenklee und Bad Grund dabei sind, aus Altenau, Schulenberg, aus Zellerfeld, aus Clausthal, aus Buntenbock und auch aus St. Andreasberg. Herzlich willkommen. Heute aus St. Andreasberg. Ich stehe vor der Martinikirche. Die Martinikirche ist 1811 fertiggestellt worden. Ihre Vorgängerkirche ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. 1796 war ein großes Ereignis in St. Andreasberg. Bis heute wird dieses Ereignis noch der große Brand genannt. Über die Hälfte aller Häuser in St. Andreasberg verbrannten. Und ausgerechnet die Kirche war damals nicht feuerversichert. Deshalb dauerte es über 10 Jahre, bis man das Geld zusammen hatte, sie wieder neu zu erbauen. Motor ist dann schließlich ein Beamter Napoleons gewesen, der die Ärmel aufgekrempelt hat und mit dieser Situation nicht mehr leben wollte und dafür gesorgt hat, dass für diese Kirche ein realisierbarer Finanzierungsplan aufgestellt worden ist. Manchmal kommt das Gute im Oberharz auch von außen. Im Moment sind wir dabei, die Kirche zu renovieren. Außen ist sie mittlerweile fertig. Innen haben wir noch ein paar Probleme, aber mit vielen kleinen Schritten werden wir, das hoffe ich, demnächst auch geschaukelt kriegen. Das Besondere heute aber ist, dass wir in der Kirche auch Ausstellungsort der Ausstellung Natur-Mensch sind. Zum 26. Mal. Der Kurator dieser Ausstellung, Detlef Kiep, steht neben mir. Detlef, schön, komm mal einen Schritt zu mir. Ja, hallo. Was ist für dich das Besondere dieser Ausstellung? Also abgesehen von den Einschränkungen, die im Corona-Kontext jetzt uns natürlich bei der Eröffnung der Ausstellung eine Änderung haben, sage ich mal, machen lassen, ist das Besondere an der diesjährigen Ausstellung eine wirklich sehr große Vielfalt an künstlerischen Techniken. Also Sie können sich anregen lassen von einer riesen Spannweite künstlerischer Techniken, vom Foto über die Collage, Zeichnung, Reproduktionen, Ölmalerei, Gouache, Acryl, Skulptur, Installation, Videoinstallation und vor allem dieses Jahr haben wir eine interaktive Videoinstallation, die mit Ton in das Gebäude der Martinikirche integriert ist, beziehungsweise mit den Elementen der Martinikirche arbeitet. Das würde ich besonders hervorheben. Danke, Detlef. Einmal im Jahr herrscht in St. Andreasberg ein bisschen Dokumente-Atmosphäre. Die Ausstellung Naturmensch wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Braunlage, dem Nationalparkhaus und der Kirchengemeinde veranstaltet. Wir sind froh, dass wir sie haben. Aber jetzt gehen wir in die Kirche hinein. Den Herrn meine Seele. Herr mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Der du machst Winde zu deinen Booten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es nicht wankt, immer und ewiglich. Die Flut der Tiefe deckte es wie ein Kleid.
und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin. Sie stiegen hoch empor auf die Berge und sanken herunter in die Täler zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässest Brunnenquellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du tränkst die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Störche wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle Tiere des Waldes, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise fordern von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin, da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Und du machst neu das Antlitz der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie. Er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des Herrn. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Der 104. Psalm ist einer der schönsten Psalmen in der Bibel. Man könnte ihn kurz zusammenfassen. Mein Gott, wie schön ist das Leben und wie schön ist diese Erde. Sie ist voller Schönheit. Und um Kunst und Schönheit soll es heute gehen. Friedrich Schiller hat einmal gesagt, durch das Morgentor des Schönen drangst du in der Erkenntnis Land. Das ist ein spannender Satz, den er behauptet, dass Schönheit mehr ist als Wohlgeruch oder Wohlklang oder eine Wohltat fürs Auge. Schönheit, so sagt er, lässt uns etwas entdecken vom Geheimnis des Lebens und vom Sinn unseres Daseins. Aber was ist eigentlich schön? Eine Landschaft, ein Tier, ein Kunstwerk, ein Mensch. Man hat versucht, Gesetze zu erkennen, die ein Ding schön machen, etwa den goldenen Schnitt. Häufig ist das, was wir schön empfinden, aber auch kulturell vorgegeben. Menschen haben an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedliche Dinge schön gefunden. Eine sonnengebräunte Haut zu haben, galt früher als überhaupt nicht schön, denn sie verriet viel Arbeit für wenig Geld in der Sonne. Später erzählte sie von Sport und weiten Reisen, dann war Sonnenbräune auf einmal schick. Heute denkt man vielleicht an Hautkrebs und Migrationshintergrund. Aber auch wenn die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, etwas, das ich als schön empfinde, das spricht mich an. Das kann man ganz wörtlich verstehen. Denn das, was mich anspricht, enthält eine Botschaft. Sie hat mir etwas zu sagen.
Fragen Sie sich einmal, frag dich einmal, was hat ein schöner Mensch, ein schönes Tier, eine schöne Pflanze, eine schöne Landschaft dir zu sagen? Was sagt sie dir? Oft mit einer sehr leisen Stimme. Man kann sie leicht überhören und oft wird sie auch überhört. Kunst macht diese leise Stimme hörbar und sichtbar. Dazu muss sie selbst nicht im klassischen Sinn schön sein. Es gibt sogenannte Bad Paintings, böse Malerei. Nichts, was man sich ins Wohnzimmer hängen würde, schrill, verstörend, kaum auszuhalten. Wenn Schönheit anspricht, dann will Schönheit auch eine Antwort auslösen. Vielleicht so etwas wie Dankbarkeit. Wenn meine innere Stimme staunt und sagt, wie wunderbar, wie schön, dass es so etwas gibt, wie großartig, dass es überhaupt etwas gibt, dass es mich gibt, was für ein Wunder, dass ich leben darf. Und wenn dieses Gefühl ganz stark wird, dann sucht es nach einer Adresse. Eigentlich und letztendlich will es, denke ich, Gott Danke sagen. Vom Sehen zum Staunen zum Danke sagen. In diese Bewegung will uns der Psalm hineinnehmen. Der vorletzte Satz, die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden. Aus diesem Satz scheint ein vormodernes, alttestamentliches Lebensgefühl zu sprechen. Deshalb tut man ihn vielleicht eine Spur zu schnell ab. Doch wer sind denn die Sünder? Man kann es schlecht leugnen. Es gibt Menschen, die das Leben zerstören. Täter, Mitläufer, Gedankenlose, Bequeme, Zyniker. Wir sind wohl auch immer mal wieder unter ihnen zu finden. Neben dem Gefühl der Dankbarkeit braucht es auch das Gefühl des Entsetzens, damit wir aufwachen, uns Beine machen lassen. Denn es darf nicht alles beim Alten bleiben. Durch das Morgentor des Schönen drangst du in der Erkenntnis Land. Schönheit ist verletzbar. Und diese Erkenntnis will uns auf die Seite der heilenden Kräfte ziehen. Amen.
Lasst uns beten. Herr, öffne uns die Augen für das Wunder deiner Schöpfung, für das Wunder der Erde, die voll deiner Güte ist. Öffne uns die Augen, dass wir dich Unsichtbaren sehen im Sichtbaren, unseren Alltag in deiner Allmacht wissen, unsere Arbeit tun in deinem Werk. Öffne uns die Augen, dass wir die Not deiner Schöpfung und das Elend der Menschen sehen, den Hunger und die Angst, das Leiden und das Verderben. Und gib, dass wir nicht aufhören, vor dir zu sein und zu bitten, schenk uns die Fantasie zum Helfen, den Mut, unserem Gewissen und dir zu gehorchen und Liebe zu allem Lebendigen. Gemeinsam bitten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Vielleicht haben Sie auf die Ausstellung ein wenig Lust bekommen. Sie ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet, und zwar vom 12. September bis zum 25. Oktober. Einmal hier in der Kirche und dann in der Rathausschule. Vielleicht haben Sie Lust, auch sogar heute nochmal nach St. Andreasberg zu kommen. Thank you.